Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Live 3. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine lieben Freunde. Ja, lasst gerne das Däumchen da, wenn ihr gefallen hattet an der Folge. Und schaut auch gerne im Shop vorbei. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr Bock habt auf ein bisschen Merch. Merch kommt übrigens von Mörchen. Nein, Spaß. Okay, wir machen jetzt weiter, meine Lieben. Wir hatten nämlich heute... Also wir wollten heute nämlich fortsetzen. Und zwar wollten wir heute diesen Hof hier besuchen, diesen wunderschönen. Okay, das ist ja echt interessant. Von dem Herrn Blümchen und dem Herrn Held. So, und da will ich mal schauen. Aber ich müsste erst mal jemand vom LU anrufen. So, aber wen könnte ich denn vom LU anrufen? Moment, den da. Sind aber auch heute wieder ein badös Battle. Ja, schönen guten Tag, LU, Rechnungsabteilung. Ja, servus, grüß dich. Pascu hier. Okay. Jo, ja. Hallo. Hallo, Herr Held. Ich wollte noch ganz kurz, und zwar würde ich gerne den Auftrag geben, das Feld 9 anzusehen. Sie sind hier irgendwie, also ist die Zentrale denn nicht besetzt? Oder, nee, oder wie, leider nicht. Feld 9, Feld 9, ja, mit was denn? Irgendwie, ich hab doch keine Ahnung. Immer hier rechts. Ja, Sie sind Herr Bu, ja, ich weiß schon. Mit was soll das angesehen werden? Gebe ich gleich weiter. Weizen. Feld 9, Weizen, ja, okay. Ich gebe es den Kollegen weiter. Wo sind die schon wieder? Egal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. So. Hallo, Herr Held. Guten Tag, Herr Regner. Das ist ja ein schöner Hof hier, Mensch, ey. Ach, da hinten ist ja auch der Herr Blümchen. Hallo, Herr Blümchen. Hallo, Herr Regner. Sie haben aber schöne Blümchen hier. Ja. Ja, passt ja. Ne? Ja. Sehr schön. Sag mal, ich hab eine Frage. Habt ihr einen Zetter? Ja. Ja, hier hinten steht einer. Ah, sehr cool. Habt ihr Zeit? Ja, hätte ich. Ehrlich? Ich würde auch was bezahlen dafür natürlich. Aber ich muss das Feld noch einmal zettern, ey. Das Gras, das ist so nass beim Schnitt gewesen. Es ist leider noch nicht ganz abgetrocknet nach dem ersten Mal. Ja, das Wetter war, na gut. Haben sie nicht lange genug liegen lassen? Nee, wahrscheinlich nicht. Deswegen, also okay. Ich müsste es noch mal zettern und dann hoffe ich, dass es Heuballen werden. Oder ein paar schöne Heuballen werden, weil ich bräuchte für den Futter mich wagen. Da hatte ich mit dem Herrn Held schon mal gesprochen. Ah, okay. Ja. Welches Feld handelt sich denn? Das ist gleich hier vorne, also gleich um die Ecke. Das ist das Feld, Moment. Ne, die Wiesenfelder. Bei meinem Hof direkt. Alles klar. Ja. Dann soll ich da einmal drüber? Ja, das wäre lieb. Das wär super. Kann ich gerne machen. Ja. Und ansonsten hier, Mensch, am Hof, was machen Sie hier Schönes? Schafe. Oh, Schafe. Ich glaube, die haben es aber gut. Also zu fressen haben die aber reichlich. Alter Vater, ey. Vor lauter Gras sieht man die Schafe nicht mal mehr. Nee, ich wollte gerade sagen hier, ey. Jungs, ihr müsst mal was essen. Ihr seid schon zu dünn. Kommt, dass was wird. So. Ja, gut. Ich glaube nicht mehr, dass da was wird. Nein. Und was machen sie sonst hier so auf dem Hof? Boah, Getreide ein bisschen anbauen. Okay. Ich war ja noch nie hier gewesen, muss ich jetzt ehrlich zugeben, ne? Ja, wir gehen das alles relativ langsam an. Okay. So, ich sehe schon hier, ey. Mit Striegel wird hier noch gearbeitet. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ja, hallo? Ja, hier ist nochmal das Lohnunternehmen. Ach, hallo, Mensch. Herr Slawin. Ja, genau, der Herr Slawin ist am Start. Ja, servus. Ja, mein Kollege, Sie waren ja gerade mit meinem Kollegen im Gespräch mit der Buchhaltung. Ja. Da ist ein Fehler. Also ich weiß nicht, ob da ein Fehler aufgetreten ist, dass Sie wollen gerne Feld 9 angesät haben, richtig? Ja. Ja, das müssten wir dann aber erst grubbern, weil da Gras drauf ist. Oh. Wie weil hoch ist das Gras? Das ist voll ausgewachsen. Also das ist erntereif quasi. Im besten Zustand. Könnten Sie mir da vielleicht... Könnten Sie mir vielleicht da erstmal einen Grünschnitt machen und das auf Heu legen?
können gerne Heu machen für Sie, wenn Sie wollen, ja. Ja, das wäre super, dann machen wir da Heu und dann sehen wir das an. Sollen wir das pressen oder... Also folgendes, Lose einfahren oder... Nee, nur auf Schwarz legen. Erstmal dingsen, erstmal mähen, zweimal zettern bitte und dann schwaden. Okay, alles klar. Also dann auf Schwarz, auf Schwarz, wenn das... ich würde es dann pressen. Okay, also mir sagen Ihnen Bescheid, wenn das dann quasi auf Schwarz liegt. Genau, das wäre super. Und dann könnten wir aber Feld 35, könnte gepflügt werden. Das können wir machen, ja. Perfekt, dann sammle ich die letzten Ballen dort ein und dann könnt ihr da drüber rasieren. Pflügen und gleich Weizen ansehen. Jo, mach mal. Danke, tschüss. Tschüss. Ach, klasse. So, ja gut, es ist ein Stress, Herr Held, ey, ohne Witz. Ja, wenn Sie Lust haben, dann fahren wir mal hoch zu mir. Und, ja. Wollen Sie nicht unser Futtermischwagen ausleihen? Ja klar, würde ich gern machen. Ich kann Ihnen den bringen, aber das Problem ist, momentan hat er noch Mischfutter drin. Also das sollten Sie auch nehmen. Ja, dann bezahlt das Mischfutter, nehme ich. Das ist kein Problem, dann machen wir das so. Machen wir da einen Freundschaftspreis mit Miete und Mischfutter. Okay, super, das ist nett. Dankeschön. Dann bringe ich den Ihnen gleich vorbei. Ja, bis gleich. Danke vielmals. Bis gleich. Und schönen Hof haben Sie. Dankeschön. Oh, ist wirklich schön hier. Echt gemütlich, ey. Kann man nichts sagen. Schöner. Ein schöner, idyllischer Hof. Fühlt man sich direkt wohl. Hätte ich auch Lust zu arbeiten. Na, mal gucken. Vielleicht kann ich die Jungs auch ein bisschen unterstützen, wenn die mal Hilfe brauchen. So, gut. Das heißt aber für uns, wir kriegen jetzt langsam Druck. Wir müssen ratzfatz die Ballen hier schnell einfahren. Wir haben Ballen... Ballensammler aber noch hier am Feld stehen. Das ist ganz praktisch. Das heißt, wir fahren die letzten Ballen ein und werden dann das Feld erstmal räumen und werden dann hier Weizen drauf machen. Hier drüben, das wird nochmal gezettert. Ich hoffe, das funktioniert, ey. Wenn ich den Herrn Blümchen da rumlaufen sehe. Ich gehe einfach gar nicht, ich gucke nicht hin. Wenn ich nicht hingucke, dann kommt der nicht zu mir und macht irgendwelche und sagt mir, es gibt irgendwelche Probleme. Das ist immer die beste Taktik. Wie in der Schule. Runtergucken. Der Lehrer was fragt, runtergucken. Einfach runterschauen. Man muss einfach in der Schule auf die Frage warten, die man weiß. So habe ich das immer gemacht. Da muss man so penetrant, aber so... Also man muss, wenn man die Frage weiß, so penetrant mit dem Finger schnipsen und winken, dass der Lehrer gar keine andere Chance hat. Er darf keine andere Chance haben, als dich dran zu nehmen. Und wenn du dann einmal dran warst, dann hast du wieder ein bisschen Luft. Weißt du? Das ist halt so. Dann hat man wieder einfach ein bisschen Luft. Ja, dann kann man sich wieder ein paar Fragen zurücklehnen. Aber ein, zwei ab und zu muss man... Oh, ich wusste, er kommt zu mir. Herr Gegner! Ja! Könnten Sie mir mal Zugang zu Ihrem Land gewähren? Ach, sehr gerne. Nicht dran. Ich dachte, es ist was Schlimmes. Ja, natürlich, das ist gar kein Problem. Blümchen. So, sehr gern. Alles klar, dankeschön. No, alles klar. Okay, ein Ball noch, hat genau... Wow, es hat alles... Nein, Mist, es ist noch ein Ball. Es hat auch nicht alles auf Ladewagen gepasst. Ich könnte den Herrn Blümchen natürlich durchaus mal fragen. Oh, es gibt noch eine Reihe drauf. Ich bin ein Glückspilz. Das gibt's ja gar nicht. Okay. Sind hier alle runter? Da sind alle runter. Dann laden wir hier den einen noch ein. Ich würde auch einfach die ganzen Ballen jetzt hier verkaufen fahren, glaube ich. Das macht sonst... Also... Ich frage mal den Herrn Blümchen, ob der schon Erfahrung hat mit ob der Erfahrung hat mit Klee. Oder dass man den Herrn Held. Ja. Eine Frage, haben Sie schon Erfahrung gesammelt mit Klee? Nein, leider nicht. Ah, schade. Bauen wir nicht an. Nee, ich Wo kann dieser Futtermischer hin? Ja, entladen können Sie bei den Kühen. Ich habe nur diesen ganz kleinen, der große haben wir leider nicht. Aha. Naja. Kann man nichts machen. Nein. Oh, das wächst nochmal. Ja.
Aber was macht man mit Klee jetzt mal ohne Witz? Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Haben sie ja schon gemäht, oder? Ja, ja, einmal Dings schon. Herr Blümchen, sagen Sie mal, haben Sie eine Ahnung, was man mit Klee macht? Haben Sie da Erfahrung? Das kann man verfüttern oder Silage draus machen, glaube ich, geht auch. Nee, geht nicht. So, dann verfüttern. Frisches Klee ist immer gut für die Tiere. Für die Schäfchen, ne? Ja, zum Beispiel Kühe fressen das auch gern. Ja. Nee, das stimmt. Das kann man auch machen. Aber macht das Sinn, wenn man eh schon Mischration füttert? Naja, sie können ja auch Klee in die Mischration geben, glaube ich. Aber das bin ich mir nicht so ganz sicher. Wir haben keine Kühe. Ich will das mal ausprobieren. Aber danke für den Tipp. Ja, gerne. So, dann machen wir jetzt Folgendes. Dann laden wir jetzt einfach mal, Moment, so ein Kleebein wieder ab. Und schauen mal, ob wir das vielleicht, schwierig, ich weiß nicht. Jetzt reingeben kann. Wenn nicht, ich würde eigentlich ganz gerne auch ein paar Schafe kaufen. So, perfekt. Ach, der Held, der ist ja schon. Ja, ruhig noch ein Stückchen. Moment. Ich guck. Ja. Oh, das wird aber eng mit dem Teil. Ja, das sieht gut aus. Weiter. Gerade. Ja, gerade, schön gerade. Jetzt gerade zurück. Ja, passt. Okay, super. Ach ja. Ja, hey, wie zufrieden sind Sie denn mit den Schafen? Sehr zufrieden. Okay, das freut mich. Kann ich nur weiterempfehlen. Wir haben da wirklich wundervolle Tiere bekommen. Sehr schöne Wolle, die sie abwerfen, wirklich, und auch vom Ertrag her sehr positiv wertend, muss ich sagen. Wissen Sie, was so ein Schaf kostet? Weil ich habe nämlich auch eine kleine Schafweide und ich weiß noch nicht so richtig, bin mir noch unschlüssig, ob ich vielleicht was drauf mache oder nicht. Das könnte ich Ihnen jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Der Gismund hat das alles gemanagt mit den Schafen. Bin ich mehr oder weniger raus. Ah. Selber mal fragen, was er da bezahlt hat dafür. Alles klar. Na gut, da weiß ich erstmal Bescheid. Na? Ja, was soll ich den Wagen hinstellen? Ja, können wir hinstellen, das passt soweit. Wo? Hier stehen lassen, oder? Ja. Achso, ja, können wir hier stehen lassen. Nee, obwohl, Moment. Wir fahren den mal. Fahrt rüber zur Fischproduktion, da ist ein bisschen mehr Platz. Gegenüber. Haben Sie eine Fischproduktion? Ja, ganz leckere Fische. Wenn Sie möchten, können Sie mal probieren. Kommen Sie mal mit. Gerne. Den einen Bein hier wollte ich noch wegräumen. So. Schlüssel vergessen. Hä? Ja, ich habe meinen Schlüssel vergessen. Irgendwie. Jetzt wollte ich Ihnen den Fisch zeigen. Jetzt geht es nicht. Komm, wir müssen uns hinten rein. Muss ich mich in meine eigene Halle reinschleichen? So. Pass auf hier. Ah ja. Hä? Moment. Echt, ist nicht viel, hä? Aber er regnet hier hinten. Hier hinten steht Hot Cooling. Kühlt es jetzt oder heizt es? Oh. Ja, hallo? Land- und Maschinenhandel Erikson. Ich schalte einmal meinen Bruder mit in die Konferenz. Wunderschönen guten Abend. Hallo. Guten Tag, Herr Regner. Wir hätten da ein, zwei kleine Punkte oder anders gesagt Rechnungen für Sie. Für was denn?
einmal das Kühe liefern, da schulden sie uns noch 75.000 Euro plus Verzugsgebühr 5.000 Euro. Wieso schulden wir ihnen, die Kühe wir liefern ihnen, 75.000 Euro? Wir haben gesagt, für 75.000 Euro sollen wir ihnen Kühe liefern, dieses haben wir getan. Und die haben sie dann aber bei mir abgebucht. Nein, die wurden direkt bei uns abgebucht. Echt? Ja, die wurden direkt bei uns abgebucht. Und warum, wenn sie mir jetzt die Rechnung erst geben, soll ich dann jetzt Verzug zahlen? Dann zahlen sie die 75.000 Euro jetzt und dann passt das. Ja. Okay. Punkt 2 ist, wie sie das vielleicht schon mitbekommen haben, da sie ja nicht wollen, dass wir ihren Hof betreten, dürfen sie natürlich unseren Landhandelhof und unseren aber Maschinenhandelhof das auch nicht mehr betreten. Ja, aber nur, dass ich einen Grund habe, einen triftigen dafür. Ja, wir auch. Was habe ich denn gemacht? Och, das wissen Sie bestimmt. Und sagen Sie jetzt nicht, nur weil ich Ihnen Hofverbot gegeben habe. Auge um Auge, Zahn um Sie Zahn. Sie haben erzählt. Sie haben erzählt, ich würde Stacheldraht auf die Wiesen legen, dass die Maschinen kaputt gehen. Da sagen Sie, was spinnen Sie? Liegen lassen, nicht absichtlich dahin legen. Ich lasse überhaupt nichts liegen. Da lag Stacheldraht dran. Stacheldraht hat den Motor vom Traktor. Da lag überhaupt kein Stacheldraht. Ich hab die halbe Rolle doch hier gerade aus dem Motor rausgefriemelt. Genau. Hast du die mit dem Ackermann zusammen reingemacht, um mich abzuziehen? Haben wir nicht, da haben wir nichts reingemacht. Und wie sollen wir so schnell auf einmal den Motorblock zerlegen und ja, den Rahmen? Natürlich aber um was geht's denn noch bitte? Weiteren ist, dementsprechend, da sie natürlich auch nicht mehr unser Gelände betreten dürfen, dürfen natürlich auch ihre Fahrzeuge unser Gelände nicht mehr betreten. Damit sind sie ja ebenfalls einverstanden, weil es für uns bei ihnen ja auch gilt, richtig? Sie müssen trotzdem ihre Händlertätigkeiten, Reparatur und Wartung und auch die Verkaufspunkte mir gewährleisten. Da können sie machen, was sie wollen. Natürlich dürfen sie unsere Gelände nicht mehr betreten. Sie können das natürlich gerne versuchen, mit dem Ignaz zu klären. Ja, mache ich. Das werden wir natürlich auch gerne mit dem Ignaz vorher noch klären. Okay. Außerdem sollten Sie ein Fahrzeug bei uns widerrechtlich parken, kostet das natürlich eine Strafgebühr. Steht ein Fahrzeug richtig, bei Ihnen? Genau. Ja. Bei Ihrer Ape? Ja, natürlich. Mehr oder weniger steht. Ey, Olaf, du bläst jetzt mit in das Horn? Was ja, natürlich. Also, wenn Sie, Herr Regner, einen Kindergarten anfangen können, dann können wir diesen Kindergarten auch weiterführen. Kindergarten, ja? Mhm. Kindergarten, ja, hast du selber gehört, was dein Bruder erzählt hat, oder? Ja. Naja, Olaf und ich haben gerade zusammen den Stacheldraht aus dem 900er rausgefriemelt. Der hat sich da ja wahrscheinlich Dann ist das so. Dann akzeptiere ich das und fertig ist. Und die Ape, dann, ja, muss ich die Ape halt abholen. Stellt sie bitte raus auf die Straße und gut ist. Ich denke, die Ape bleibt da, wo sie ist. Nein, die Ape bleibt nicht da, wo sie ist. Und ich werde mit Sicherheit nicht irgendwelche Standgebühren bezahlen. Ja, nö. Ach, davon lassen wir mal ab. Also Standgebühren brauchen wir dafür sowieso nicht. Das klären wir dann mit dem Ignaz. Ich bin sehr gespannt, wo meine Ape steht. Wehe, der Ape ist, was passiert. Das ist mein Baby. Also ich kann so viel sagen, den Eiern da drauf geht's gut, aber ich glaube, die werden langsam schlecht. Ich stehe dir schon ziemlich lange, diese Ape. Ja, ich glaub, die Eier sind faulig. Ist in Ordnung, dann machen wir das jetzt so. Dann auf Wiederhören. Wiederhören. Super. Tschüss. Tschüss. Tschüss, noch einen schönen Tag. Ja, genau. Nicht. So, gut. Ach, Entschuldigung. Mensch, Entschuldigung. Herr Regner, eine Frage. Wollte gerade meinen Kollegen anrufen. Der ist DJ, aber der hat aufgelegt. Das ist Wahnsinn. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, machen wir auch erstmal Feierabend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss und ciao. Tschüss.